Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch mit Martin, das bin ich. In diesem Video wird das Passiv erklärt und es ist so strukturiert. Zuerst sprechen wir darüber, was ist aktiv, was ist passiv. Dann fragen wir uns, welche Verben kann man verwenden für das Passiv. Und dann als Nummer 3 gibt es Beispiele für das Passiv. Und zuletzt, also der vierte Punkt, ist dann der Vergleich Vorgangs- und Zustandspassiv. Normales Passiv und Zustandspassiv. Gut. Also zum ersten Punkt. Was ist aktiv, was ist passiv? Diese Wörter sind eigentlich sehr international und man könnte es einfach so sagen, aktiv ist, wenn ich etwas mache und passiv ist, wenn mir etwas passiert. Ein sehr simples Beispiel, das deutsche Verb schlagen sieht ungefähr so aus und es gibt dabei zwei Optionen, entweder ich schlage oder ich werde geschlagen. So funktioniert das Passiv eigentlich auch. Und jetzt fragen wir uns, welche Verben können wir verwenden, um ein Passiv zu bilden? Und das funktioniert im Prinzip mit allen Verben, die Objekte nehmen. Das heißt, es funktioniert nicht mit Verben, die keine Objekte haben, also mit intransitiven Verben. Intransitive Verben sind zum Beispiel gehen oder sterben oder springen. Das heißt, ich kann kein Passiv aus diesen Verben machen. Ich kann nicht sagen, ich werde gestorben oder du wirst gegangen oder er wird gesprungen. Das funktioniert einfach nicht und es wäre auch nicht sinnvoll. Okay, also, wie schon gesagt, wir brauchen Verben, die ein Akkusativobjekt nehmen. Es geht auch mit einem Dativobjekt, das ist allerdings ein bisschen komplizierter. Sehen wir uns in einem anderen Video an. Und Sie sehen schon, die Formel ist im Prinzip so, wir haben werden als konjugiertes Verb und das eigentliche Verb im Partizip perfekt. Wieder zurück zu meinem Beispiel von vorhin. Ich werde geschlagen. So, wenn man das grammatisch formuliert, könnte man auch sagen, in einem Passivsatz passiert das, dass das Subjekt wegfällt und das Objekt aus dem Satz zum neuen Subjekt wird. Jemand schlägt mich, das heißt, ich werde geschlagen. Und in diesem neuen Satz, in dem Passivsatz, ist ich das Subjekt. Mehr Beispiele für Sätze im Passiv wären: In einer Demokratie wird der Präsident gewählt. Das führt leider nicht immer zu guten Resultaten, wie wir in Amerika sehen können. Macht ja nichts. Ein Reporter macht ein Interview und der Politiker wird interviewt. Oder ich werde gefragt von meinen Schülern, wie funktioniert das Passiv? Dann mache ich dieses Video. Möglich wäre auch, wir denken an das Meer und im Meer gibt es kleine und es gibt größere Fische und der große Fisch frisst den kleinen Fisch, der kleine Fisch wird gefressen. Eigentlich gar nicht so schwierig. Dann gibt es allerdings noch das Zustandspassiv
Und bei dem Zustandspassiv ist es so, dass wir nicht werden verwenden, sondern sein plus das Partizip Perfekt. Was ist jetzt anders bei dem Zustandspassiv als bei dem normalen Passiv oder dem Vorgangspassiv? Tatsächlich ist der Unterschied der Fokus oder das Interesse. Also zum Beispiel, das Essen wird gekocht. Hier sehen wir, etwas passiert jetzt im Moment. Irgendjemand kocht das Essen. Wenn diese Aktion aber fertig ist, dann können Sie sagen, das Essen ist gekocht. Das Gleiche könnte auch sein, eine kleine Diskussion zwischen einem Kind und Eltern. Du musst dein Zimmer aufräumen. Nein, mein Zimmer ist schon aufgeräumt. Soll heißen, ich habe das schon gemacht, die Aktion ist schon fertig. Oder vielleicht, ich habe viel Geld und ich möchte mir ein Haus kaufen und ich sehe, ah, dieses Haus ist aber super. Und dann rufe ich vielleicht an und der sagt mir, nein, tut mir leid, dieses Gebäude ist schon verkauft. Das heißt, ich kann es nicht mehr kaufen, jemand anders hat es schon gekauft. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. So funktionieren das Passiv und das Zustandspassiv. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schreiben Sie mir und Ihre Fragen werden beantwortet. Ich denke, damit ist das Thema geklärt und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade für eine Tageszeit ist. Tschüss.